Staffelübergabe im Sportzentrum. Oberbürgermeister Holger Kelch hat heute Nachmittag den neuen paralympischen Trainingsstützpunkt übergeben. Die Athleten haben jetzt viel bessere Trainings- und Rehabilitationsmöglichkeiten. Vor allem sind es kurze Wege, die wir hier haben. Die Physiotherapie ist gleich neben der Trainingshalle, neben den Büros der Trainer. Das sind einfach super Vorteile, dass man alles verbinden kann. Keine langen Fahrzeiten hat, keine Wartezeiten. Das ist schon mal das Beste. Wir haben einfach mehr Möglichkeiten, uns räumlich auch auszulassen, auch die Geräte zu nutzen, die wir sonst irgendwo unterstellen mussten. Und es ist einfach hell und freundlich. Das macht schon viel aus. Das ehemalige Fitnesscenter ist innerhalb von nur einem Jahr komplett umgebaut worden. In Eingangsnähe befinden sich die Physiotherapieräume. Im hinteren Teil liegt der Regenerationsbereich. Ein Durchgang verbindet zudem die Leichtathletikhalle mit dem paralympischen Stützpunkt. Sehr wichtig, da der paralympische Sport zum einen bis jetzt ja noch nie eine wirkliche Heimstätte in Cottbus oder hier im Sportzentrum gehabt hat und zum anderen auch die Olympia-Physiotherapie, die, sag ich mal, in zwei kleinen Räumlichkeiten im Sporthochhaus ihr Dasein fristete, ist jetzt praktisch endlich den Stellenwert erreicht, den sie auch haben, was laut Medaillen möglich ist. Der Umbau hat 1,8 Millionen Euro gekostet. Das Land Brandenburg und der Bund haben sich an dem Projekt mit 72% beteiligt. Cottbus hat jetzt Brandenburgs modernsten paralympischen Trainingsstützpunkt.